Ein herzliches Willkommen zu einer neuen Folge von Train Simulator 2022, der Danny spielt das. Heute mal ein kleines Tutorial zum Start von TS 22 und was es damit auf sich hat und wie die Funktionen so sind und ja, wie man hier die Züge bedient und die Sicherheitssysteme einschaltet und wie man aufs freie Fahren kommt, Szenarien auswählt und und. Ich werde das Ganze mal so ein bisschen versuchen, euch näher zu bringen, oder zumindest denjenigen, die sich das Spiel neu zugelegt haben. Und ja, fangen wir einfach mal an. Also als erstes, wenn das Spiel startet, gibt es dieses Menü hier. Also das ist der erste Bildschirm, den man dann sieht. Und da gibt es dann Fahren. Damit startet man, geht man dann ein Menü weiter. Dann gibt es dieses Profil, also sein individuelles Profil. Das ist zum Beispiel mein Profil. 112 Medaillen bekommen, Lokführerstufe 37. Das ist hier unten diese Leiste, die füllt sich mit der Karriere, wenn man Karriereszenarien abschließt. Ich habe 106.684 EP und ja, hier kann man dann seinen Text reinschreiben, den man da reinschreiben will. Ich habe da zum Beispiel Hallo reingeschrieben. Man kann seinen Profilnamen hier angeben. Das sind die neuesten Erfolge von mir, die ich so freigeschaltet habe. Dann gibt es hier eine Lieblingsstrecke. Bei mir ist es Berlin-Leipzig. Und die Lieblingslok ist bei mir im Moment der ICE 1. Geteilt habe ich noch nichts. Ich habe 86 Goldmedaillen, 16 Silber und 10 Bronze. Ich habe 230 fehlgeschlagene Szenarien. Naja, demgegenüber stehen 216 abgeschlossene Szenarien. Ihr könnt euch das selbst dann zusammenrechnen, wie viele Szenarien ich dann schon gefahren habe. So, dann geht es weiter auf Loks. Das sind dann halt alle, die man so sich im Laufe der Zeit zusammen gekauft hat. Viele sind ja auch mit dem Kauf des TS schon direkt verfügbar. Die kann man dann hier noch aufteilen zwischen, also in Länder aufteilen: Schweiz, China, Deutschland, Frankreich, Vereinigtes Königreich, Japan, USA, Südafrika und andere. Und bei Typ, da gibt es dann halt alle, elektrisch, Diesel oder Dampf. Und Dampf, seht ihr, habe ich noch keiner, was mich ein bisschen wundert, weil ich habe eine Dampflok, habe ich auch schon ein Szenario von gemacht. Aber egal. Elektrisch sind natürlich einige mehr als Diesel. Ja, das sind, ihr seht es hier, was ich hier alles so habe an Elektro-Loks und Triebwagen. Sind schon einige, würde ich sagen. Dann gibt es natürlich noch die Kategorie Diesel. Das sind naturgemäß etwas weniger. Warum die 112 dabei ist, wundert mich jetzt ein wenig, weil die ist alles andere als Diesel, aber egal. Dann gibt es natürlich den ICE TD und die Dieseltriebwagen und die amerikanischen hier und englischen. Da seht ihr nur eine Seite und Dampf hatten wir ja schon. So, dann die Strecken. Da gibt es dann die Strecken, die man so sich zusammen gekauft hat im Laufe der Zeit. Geht alphabetisch hier vonstatten. Wie ihr seht, ne? Also B, C, D, F. Geht dann weiter bis ja, über Mittenwaldbahn, München, Augsburg, München, Garmisch, Partenkirchen. Über Münster, Bremen, Norddeutsche Bahn, dann die Englischen dabei, Nürnberg, Regensburg, Rhein Railway, Mannheim, Karlsruhe, Mützzuschlag, Ruhrsieglinie und hier Westrhein, Koblenz. Und dann gibt es noch den Marktplatz. Das sind so Add-ons, die man dann wahrscheinlich besonders irgendwie umsonst bekommt. Ich weiß nicht, was das zu sagen hat, ehrlich gesagt, wenn man da mal drauf geht. Ach so. Szenarien mit dieser Strecke, Schwierigkeitsgrad mittel, sehr schwer, Loks, die auf dieser Strecke fahren. Eine. Ihr seht, was ich damit abgeschlossen habe. Drei Gold, ein Silber, ein Bronze. Ja. So, dann würde ich sagen, gehen wir dann mal weiter wieder aufs Hauptmenü. Gucken uns den nächsten Punkt an. Erstellen.
Das ist jetzt eher was für Fortgeschrittene. Und zwar kann man hier sich sein eigenes Szenario erstellen. Und das dann auch hinterher veröffentlichen. Das ist aber wirklich was für Fortgeschrittene, die da wirklich Ahnung von haben. Ich selbst habe es auch schon mal versucht. Ist nicht so einfach, wenn man sich da irgendwie vertut, kann man sich ein ganzes Szenario verbauen. Ihr seht hier unten neue Strecke, Klonen und so weiter. Szenario. Wie gesagt, das ist alles nicht so einfach. Deswegen, da lasse ich die Finger von. Solltet ihr wirklich nur tun, wenn ihr da auch Ahnung von habt. So, gehen wir weiter. Die Academy, das ist vielleicht das Wichtigste für die, die das Spiel als erstes zuerst jetzt gekauft haben und sich da so ein bisschen reinfuchsen wollen. Damit kann man nämlich das Fahren und Bremsen und so weiter üben. Ihr seht, ich habe hier schon eine ganze Menge abgeschlossen. Und zwar alles auf Gold. Will ich mal angemerkt haben. Das ist wirklich fürs Training ja gar nicht mal so schlecht, dass man hier da seht ihr jetzt verschiedene Züge, Fahrstand wechseln, erweitertes Bremssystem, Halten an Bahnhöfen und Sicherungssysteme, Steuerung, Kuppeln, Abkuppeln, da fährt man zum Beispiel Dampf. Betanken und so weiter. Dann gibt es hier noch Tutorials, die man sich ansehen kann. Beziehungsweise auch spielen kann. Da habe ich zum Beispiel noch gar keinen einzigen von gemacht. Könnte ich vielleicht auch mal machen. Dann hier einfache Steuerung und Hamburg nach Hannover. Da hat man jede Menge zu tun. München, Garmisch. New York to New Haven. Oxford Paddington, Sherman Hill. Das könnte ich vielleicht auch mal in einem nächsten Video so ein bisschen angehen, hier die ganze Sache. Ja, dann gehen wir weiter zum nächsten Punkt. Dovetail Live. Das ist mehr so weniger so. Ja, ihr seht's, so ein Community-Kram, beste Stories und. Ist eigentlich eher nichts, was man jetzt zum Spielen benötigt. Gehen wir weiter. Store. Ich glaube, der Name sagt alles. Da gibt es dann einiges zu kaufen hier. Loks, Triebwagen, Strecken, Marktplatz. Ihr seht die Preise. Da könnt ihr dann selbst entscheiden, ob ihr das machen wollt oder nicht. Das ist dann so weniger, mehr oder weniger, ja, der Shop, um sich irgendwelche Loks, die man vielleicht noch haben möchte oder braucht für ein Szenario, zu kaufen oder eine Strecke oder. So, damit hätten wir diesen ersten Bildschirm abgefertigt. Gehen wir weiter. Damit es weitergeht, müssen wir dann auf. Es gibt hier oben übrigens noch Einstellungen. Das könnt ihr natürlich individuell machen, so wie ihr es haben wollt. Ihr seht meine Einstellung. Ich bin damit ganz zufrieden. Geht dann hier noch auf Erweitert. Das solltet ihr alles so lassen, wie es ist, weil das habe ich auch keine Ahnung von. Dann gibt es noch das Spiel. Flugsteuerung. Ich habe Experte, klar. Da könnt ihr aber auch einfache Steuerungen machen, Karriere. Wertung, das heißt, dann geht hier unten euer Balken, den ihr vorhin ja gesehen habt, geht dann bei jedem erfolgreich bestandenen Karriere-Szenario, führt sich dieser Balken und dann bringt euch ein Level weiter. Dann gibt es diese Hilfestellung. Schaltet die Textnachricht um, wenn die Maus über einem interaktiven Objekt platziert ist. Automatischen Heizer ist für Dampfzüge ganz interessant. Da heizt dann automatisch, das machen wir auch mal. Automatisches Kuppeln, damit kuppelt ihr gleich an, wenn ihr an Waggons ranfahrt, wird automatisch gekuppelt. Überfahren eines roten Signals beendet das Szenario. Kann man machen, muss man aber nicht, weil ja, das wäre scheiße, weil ihr, wenn ihr zum Beispiel ziemlich weit seid und ihr fahrt aus irgendeinem unachtsamen Moment über ein rotes Signal, ist das ganze Szenario beendet. Das ist natürlich nicht so schön. Warnung bei englischen Inhalten. Ja, wenn das irgendwelche englischen Inhalte in einem Szenario oder so gibt, werdet ihr gewarnt und das wird euch dann angezeigt. Automatisches Bremsen heißt, bei Geschwindigkeitsüberschreitung wird der Zug gebremst, und zwar komplett. Ich habe das mal ausgestellt, weil das ist nervig. Alle Kupplungsarten, das heißt, alle Züge können an alle Waggons und andere Loks ankuppeln.
Das heißt, Fähigkeit zum Verbinden verschiedener Kupplungstypen an- oder ausschalten. Das heißt, Sie können an jedem Zug, an jeder anderen Lok ankuppeln. Automatische Pause. Einstellen und Meldungen, das Spiel automatisch pausieren. Solltet ihr am Anfang auf jeden Fall machen, weil ihr manchmal gar nicht sonst die Zeit habt, um irgendwelche Meldungen, die da auftauchen vom Fahrdienstleiter oder zu lesen. Ich habe das immer gemacht, weil das ist einfach eine schöne Sache, dass man sich dann den Text in Ruhe durchlesen kann. Zeige das Intro-Video, könnt ihr beim ersten Mal gerne machen, wenn ihr das sehen wollt. Ich für meinen Teil brauche es nicht mehr, habe es ausgestellt. Dann gibt's weiter. Audio. Gesamtlautstärke, ihr könnt ja selber dann einstellen, wie ihr es haben wollt. Menümusik, ich habe es ausgestellt. Und EFX, zum Beispiel Hall-Effekte. Wenn man jetzt zum Beispiel durch Tunnel fährt, das halt dann so. Ich habe es ausgestellt, weil es nervt mich. Steuerung, Eingabemethode, Maus und Tastatur, kann man aber auch Gamepad nehmen. Vibration, Empfindlichkeit ist klar. Werkzeuge, Handbücher ansehen, irgendwelche Handbücher, die euch zum Verständnis der Lok oder des Zuges insgesamt zur Verfügung gestellt werden, könnt ihr hier dann nochmal ansehen. So, Cache lernen, wenn ihr zum Beispiel irgendwas installiert habt, bei Utilities zum Beispiel. Dann kann es sein, dass der das nicht sofort angenommen hat. Dann müsst ihr nochmal diesen Cache lernen. Dann beendet der das Spiel nochmal. Also geht nochmal raus und dann könnt ihr das Spiel nochmal starten und dann sind die DLCs installiert, die ihr da vorher bei Utilities installiert habt. So, ihr könnt eure Fortschritte, die ihr schon im Karriereszenario oder auch bei den Standardszenarien erreicht habt, wieder zurücksetzen. Das ist das Spiel praktisch wieder auf Null. Könnt ihr selber entscheiden. Favoriten. Zurücksetzen, das brauche ich glaube ich auch nicht groß erklären. Google Maps und Welteditor-Einstellungen. Wie gesagt, das ist da was zu diesem Erstellen hier. Da solltet ihr, wie gesagt, Ahnung von haben. Credits ist glaube ich klar, braucht man sich angucken und darf der live glaube ich auch nicht. Gut, dann gehen wir mal auf Speichern, was ich da gerade so umgestellt habe. Da so, dann sind wir hiermit jetzt fertig, dann gehen wir auf Fahren. So, das ist das eigentliche Menü, was ihr braucht. Um loszulegen mit den Szenarien. Fangen wir mal vorne an. Schnelles Spiel. Was ist schnelles Spiel? Hier könnt ihr euch eine Lok von euren gesammelten, gekauften Loks und Zügen aussuchen. Alle die, die ihr schon habt. Beim 3D-Zug IC Mod zeigt zum Beispiel an, dass ihr den nicht habt. Den habt ihr aber. Wenn ihr euch den gekauft habt, habt ihr den. Warum er das nicht anzeigt, weiß ich nicht. Das ist ein Fehler von Dovetail. Ich kann es euch wirklich nicht sagen. Hier ist dasselbe. Es sind so einige dabei, die der nicht anzeigt. Wenn ihr die aber gekauft habt und richtig installiert habt, habt ihr die. Keine Sorge. So, das sind so meine gesamten Werke hier. 30 Stück an der Zahl. Da könnt ihr so durchswitchen und euch dann einen Zug aussuchen, den ihr fahren wollt. Brauchen wir jetzt nicht alle durchgehen. Ihr seht's. Ihr habt es hier gerade gesehen. Ne? Zum Beispiel die Dampflok. Nur zum Beweis. Hier ist auch meine Dampflok. Zwei Stück sogar. Die sind dann auch alphabetisch aufgelistet von A bis Z. Die ganzen amerikanischen, die ganzen Class und so weiter. Dann kommen die 101. Es gibt ja einen Unterschied zwischen Dovetail oder Steam-Fahrzeuge und Virtual Railroads-Fahrzeuge. Das hier zum Beispiel ist ein Steam-Fahrzeug. Das ist ein Steam-Fahrzeug, 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 Steam-Fahrzeug. Woran seht ihr das? Zeige ich euch gleich. Das sind alles Steam-Fahrzeuge. Ihr seht es gleich, ich werde es euch zeigen. Sind auch weitere Steam-Fahrzeuge. Das ist kein Steam-Fahrzeug mehr, das gibt es schon. Das ist ein bisschen professioneller. Das ist ein Steam-Fahrzeug. Zeige es euch gleich, woran ihr es sehen könnt, was ihr da habt. Entweder Steam oder Virtual Railroads. Das ist Virtual Railroads, das ist Virtual Railroads, weil hier steht Expert Line, Expert Line. Die sind alle von Virtual Railroads, die beiden Loks hier. Ja, hier steht es ja auch sogar Virtual Railroads. Die ist auch von Virtual Railroads. Das ist ein Steam-Fahrzeug wiederum. Das ist ein Steam-Fahrzeug hier. Und das ist ein Steam-Fahrzeug. So, geht's weiter. Hier sind die ganzen TTBs, Train Team Berlin. Fahrzeuge, die gibt es. Es gibt ja auch eine extra Händlerseite. Train Team Berlin nennt er sich. Da gibt es auch
Szenarien und Bonuspacks zu kaufen. Und dann erhält man diese hier, wenn man die ganzen Bonuspacks kauft. So, dann geht's weiter. So, jetzt kommen die Virtual Railroads Fahrzeuge. Hier unten VR BR 101 Expert Line ICE. VR BR 101 Expert Line Verkehrsrot. Und so weiter. Das sind die ganzen Virtual Railroads Fahrzeuge. Der Unterschied zwischen den Steam-Fahrzeugen und den Virtual Railroads Fahrzeugen besteht darin, dass man die Virtual Railroads Fahrzeuge selbstständig aufrüsten muss. Dass man die mit PCB, SIFA und LZB aufrüsten muss. Das heißt, die LZB funktioniert zum Beispiel nur, wenn die PCB aktiv ist. Während bei Steam-Fahrzeugen ja die LZB trotzdem funktioniert, auch wenn ihr ohne jegliche Sicherheitssysteme fahrt. Ihr könnt natürlich bei den Virtual Railroads Fahrzeugen auch die Sicherheitssysteme auslassen. Allerdings könnt ihr dann keine LZB-Fahrten machen. So, ja, so viel dazu. Sind wir auch schon am Ende mit meinen Fahrzeugen. Dann Karriere. Also beim schnellen Spiel könnt ihr natürlich dann auch noch eure Strecken aussuchen, die ihr gerne, auf der ihr gerne fahren möchtet. Bei mir sind es 5 Seiten. Da könnt ihr dann euch die Strecke individuell aussuchen. Ihr könnt euch zum Beispiel auch, wenn ihr zum Beispiel auf den Sabrin geht, ihr könnt euch den Anfangshauptbahnhof aussuchen und den Endpunkt. Hier steht ihr dann zum Beispiel die Kilometer, die ihr dann fahren müsst. Wenn ihr jetzt in Bremen anfangen wollt und in Münster aufhören wollt, fahrt ihr 172 Kilometer an einem Stück. Müsst ihr euch dann selbst überlegen, wie weit ihr fahren wollt. Gut, dann gibt es hier noch die Möglichkeit, das Wetter zu ändern von Sommer, Herbst, Winter und Frühling. Dann könnt ihr zwischen klar, bewölkt, Nebel, Regen, stürmisch, bedeckt, bewölkt, Schnee und wieder klar. Dann könnt ihr hier noch individuell die Uhrzeit auswählen. Und zwar könnt ihr selber den Zeiger hier bewegen. Da könnt ihr zum Beispiel ganz exakt 4:54 Uhr und so weiter. Ihr könnt jede einzelne Minute auswählen, was ganz, ganz cool ist, weil dann könnt ihr im Dunkeln fahren oder es soll die Sonne aufgehen oder. Das ist wirklich sehr schön, finde ich. Dann könnt ihr, habt ihr hier noch einen Punkt, Szenario mit ausschließlich Spielerzügen spielen. Nein, es soll ja KI, also ich für meinen Teil finde es gut, wenn eine KI damit fährt, deswegen lasse ich das aus. So, gehen wir weiter. Karriere. Das sind die sogenannten Karriereszenarien, wo es Punkte gibt, wenn ihr die erfolgreich abschließt. Dann gibt es hier unten, dann gibt es hier EPs. Und hier zum Beispiel habe ich 931 Punkte erhalten. Gold, Gold, Goldstern, ihr seht's. Und wie gesagt, jedes Mal mit jedem erfolgreich beendeten Karriereszenario füllt sich dieser Balken hier und ihr kommt dann immer eine Stufe höher. Ich, wie gesagt, stehe im Moment bei 37. Karriereszenarien sind, wie gesagt, punktebehaftet. Das heißt, wenn ihr da zum Beispiel zu schnell fahrt, ihr fangt, sagen wir mal, mit 1000 Punkte an und ihr fahrt über Rot, also über ein rotes Signal, oder ihr fahrt zu spät, kommt zu spät irgendwo am Bahnhof an, oder ihr fahrt zu schnell, werden euch Punkte abgezogen. Oder ihr fangt mit den Punkten bei 0 an und sammelt fleißig und fahrt dann irgendwo zu schnell oder kommt zu spät an, werden euch Punkte wieder abgezogen. Also ihr müsst da schon sehr genau sein, weil das ist sehr empfindlich, das ganze System, was Fehler angeht. Gut, dann könnt ihr, wie gesagt, die Szenarien aussuchen. Ihr seht dann, was ihr fahrt an Rollmaterial und an Strecke. Hier könnt ihr das alles nicht mehr auswählen. Das ist alles vorgegeben. Ja, wenn ihr irgendwelche Freunde habt, die das irgendwie fahren oder spielen, dann könnt ihr hier noch eine Freundesrangliste zu sehen. Hier zum Beispiel bei mir weltweit. Da stehe ich gar nicht so schlecht da als Fünfter oder als Vierter wohlgemerkt. Ja, 2 Punkte dahinter nur. Ich finde, das kann sich sehen lassen. Also da bin ich gar nicht so schlecht dabei. Und ja, beliebt. Ihr seht, 1000 Punkte haben die alle. Da sind wir noch nicht ein bisschen weit von entfernt, aber da kommen wir hin. So viel zum Karriere. Dann geht's weiter im Workshop. Diese Szenarien könnt ihr euch bei Steam runterladen. Das sind solche Workshop-Szenarien, die irgendwelche User da mal hochgeladen haben.
Könnt ihr euch angucken, könnt ihr spielen, wenn ihr Bock darauf habt. Die meisten sind irgendwie im Englisch zu sehen. Ihr seht, fast alles Englisch. Ich halte nicht viel von. Aber muss jeder selber wissen. So, kommen wir weiter. Standard-Szenarien. Das sind Szenarien, wo natürlich auch die Strecken und die Züge vorgegeben sind. Und das Wetter und die Uhrzeit und so weiter auch. Aber hierfür gibt es keine Punkte. Das heißt, ihr könnt hier fahren, ihr könnt zu schnell fahren, ihr könnt zu spät ankommen. Dann ist das Szenario zwar nicht geschafft, aber ihr verliert keine Punkte, ihr gewinnt aber auch keine Punkte bei diesen Standard-Szenarien. Also ihr könnt euch mit diesen Szenarien nicht weiter fortbewegen hier unten in der Leiste. Und überall, wo diese Haken sind, die Szenarien sind erfolgreich abgeschlossen. Die habt ihr dann erfolgreich abgeschlossen. Also hier gibt es kein Gold und so weiter, hier gibt es nur Haken. Ja, dann gibt es noch das freie Spiel. Das ist auch vorgegeben. Ihr könnt hier zum Beispiel hier freies Erkunden, Bars im Winter. Fahrt ihr mit einer Dampflok durch Bars Green Park im Winter und Berlin-Wittenberg. Erkunde das BW Wittenberg mit einer BR 294 Diesel-Lok. Oder ihr fahrt mit einer 143 von Virtual Railroads in Berlin Hauptbahnhof rum bei stürmischem Wetter um 12 Uhr mittags. Oder ihr fahrt mit einer U-Bahn. Je nachdem, welche Strecken ihr so habt. Hier zum Beispiel Szenario für das freie Spiel, Szenario für das freie Spiel. Manche sind auch nicht verfügbar, warum weiß ich nicht. Es ist halt einfach so. So viel dazu, so viel zu dem Menü. Dann würde ich sagen, gehen wir mal wieder zurück aufs schnelle Spiel. Nehmen uns die 101, nehmen uns ist eigentlich relativ. Was jetzt zu zeigen ist eigentlich relativ. Nehmen wir uns die Strecke Münster-Bremen, nehmen Bremen Hauptbahnhof, nehmen wir uns mal Kirchweihe, 15 Kilometer. Das dürfte soweit erstmal passen. So, dann werde ich nämlich jetzt mal beim Virtual Railroad Fahrzeug zeigen, wie man die ganze Kiste, oder ich nehme es noch anders, da die 101 ja schon aufgerüstet ist meistens beim Start, nehmen wir uns die 120, weil die ist komplett abgerüstet, die muss man komplett neu aufrüsten. Wo haben wir sie? Hier haben wir sie. Nehmen wir uns die 20 Doppeltraktion Sandwich mit 11 Intercity-Wagen. Nehmen wir uns erstmal so mit 9 Intercity-Wagen. So, dann gehen wir hier auf Start. Dann dauert das Ganze jetzt ein wenig und wir sehen uns gleich, oder ihr hört mich gleich wieder beim Szenario-Start. So, willkommen zurück. So, dann muss ich das Ganze mal zur Brust nehmen hier. Also, ihr seht, die 120 abgerüstet komplett, hinten dran 7 oder 9 Interregio-Wagen inklusive Steuerwagen, wenn ich mich jetzt nicht täusche. Ich täusche mich. Gut, dann heute ohne Steuerwagen, auch nicht schlecht. Dann würde ich sagen, kommen wir zum Aufrüsten unserer Lok, damit wir überhaupt hier vorankommen. Steigen wir wieder ein. Und als erstes brauchen wir natürlich die Batterie, damit wir überhaupt Strom haben. Dies schalten wir mit Shift B ein. Eigentlich. Ja, geht doch. Dann brauchen wir... Da müssen wir natürlich den Stromabnehmer heben. Richtungswender auf M, damit wir überhaupt hier den... Ach, wir müssen erst vorwählen. Das geschieht mit der Taste Shift und P. Wir wollen den Stromabnehmer 1 vorwählen und jetzt können wir den Stromabnehmer heben. Ah, das ist der verkehrte. Siehst du, jetzt habe ich mich selber vertan.
Dann sinken wir den nochmal. Zack. Drücken nochmal Shift P. Ne, Shift, das ist ZTS, wollen wir nicht. Wir wollen. Jetzt will ich es erklären, es läuft alles schief. Mann. Stromabnehmer 2 vorgewählt. Hier oben seht ihr es, hier oben rechts Nummer 2. So, und jetzt können wir wieder. Zack. Stromabnehmer wird gehoben. Also wie gesagt, Stromabnehmer vorwählen. Also ich sag's nochmal. Batterie einschalten, Shift B, wie Bertha. Stromabnehmer vorwählen, Shift P. Stromabnehmer heben, nur P. So, dann müssen wir natürlich den Hauptschalter einschalten. Zack, damit auch der Strom fließen kann. So, das haben wir soweit erledigt. Dann können wir den Fahrtrichtungswender wieder nach vorne verlegen. Dann kommen wir jetzt hier zu... Führerstandslicht. Zugspitzensignale ganz wichtig. Einmal Controlletti. Ob wir das, die jetzt auch eingeschaltet haben. Jawohl. Hinten einmal schauen. Jawohl. So, dann brauchen wir natürlich noch Zugsicherungssysteme. Ganz, ganz wichtig. Die PZB, SIFA und LZB. PZB schalten wir mit Shift 8 ein. Dazu muss aber erst der Richtungswender auf FST einstehen, wie ihr hier oben lesen könnt. Anders funktioniert es nicht. Also, warten wir, bis die Meldung weg ist. Dann machen sie selber weg. So, dann nochmal Shift 8. Ihr seht es hier, da schaltet sich automatisch die PZB ein. Zugart O nimmt er eigentlich immer automatisch. Zugart aktiv O. Das ist immer diese PZB-Zugart, die der Zug sich selbst auswählt. So, als nächstes brauchen wir SIFA. Diese schalten wir mit Shift 7 ein. SIFA eingeschaltet. Seht ihr hier an der Meldung. So. Und als nächstes, als allerletztes Sicherungssystem brauchen wir noch die LZB. Die schalten wir mit Shift 6 ein. Zack, LZB eingeschaltet. So, und damit wäre unser Zug eigentlich soweit aufgerüstet. Das heißt, wir können die Türen öffnen. Können hier schon mal die Bremse soweit lösen. So. Die ist gelöst. Dann schauen wir uns noch mal ein wenig draußen um. Gucken, wann die Türen geschlossen werden. Wer da so alles einsteigt. Dürfte jetzt nicht mal allzu lange dauern. So, in diesem Fall dürfen wir die Türen selber schließen. Dazu gehen wir in den Führerstand. Können das mit diesem Knopf hier machen. Können das auch mit Shift T machen. So, damit werden die Türen geschlossen. Das heißt für uns Abfahrt. Das heißt, wir lösen die Bremsen und schalten langsam auf. Natürlich müssen wir auch die AFB einschalten. Das machen wir unten mit dem Hebel. Und haben jetzt erstmal als erstes 60. Zack. Wunderbar. So, eigentlich müssten wir jetzt losfahren dürfen können. Irgendwas stimmt hier noch nicht. Was ist jetzt falsch? Warum fahren wir nicht? Was ist jetzt los? Stromabnehmer ist gehoben.
Bremse lösen. Das war der Fehler. Die Bremsen haben sich nicht gelöst. Da macht man das hier mit dem kleinen Knopf. Hilft man da etwas nach, damit sich die Bremsen lösen. Dann können wir auch abfahren. Müsste jetzt eigentlich gehen. Ah, noch nicht ganz. Jetzt, ihr seht's hier, dieser Tachometer hier, der war noch nicht ganz auf Null. Deswegen ging das nicht. Die Bremsen waren nicht gelöst. Das war das Problem. So, auf geht's. So, PZB leuchtet. Das heißt, mit der Taste Ende dürfen, können wir versuchen, uns zu befreien. Das dürfen wir, wunderbar. Damit sind wir aus der Überwachung raus. Und können ganz geschmeidig bis 60 aufschalten. Die SIFA drückt man mit der Leertaste. Müsst ihr mal darauf achten, wenn hier hell aufleuchtet, das ist die SIFA. Wenn man die nicht drückt, bleibt man irgendwann zwangsläufig stehen. Dann gibt es nämlich die sogenannte SIFA-Zwangsbremsung. Und das ist sehr unangenehm. Ich werde euch dann gleich auch noch ein bisschen was zu PZB erzählen. Da habe ich nämlich mich vor kurzem auch noch nicht so ganz mit ausgekannt, aber mittlerweile geht's. So, ihr habt es gesehen. Die SIFA ist wieder weiß geworden. Einmal Leertaste drücken. So, wir dürfen 130. Dann werden wir das auch tun. Zum Thema PZB guckt euch am besten selber ein Tutorial auf YouTube an, da gibt es genug. Ich glaube, da muss ich jetzt nicht auch noch groß was zu erklären. Ihr wisst, wenn ihr zum Beispiel ein Signal seht mit Gelb, Grün-Gelb, dann müsst ihr quittieren. Wenn ihr unter Einfluss steht, sonst macht ihr eine Zwangsbremsung, was nicht so lustig ist. Ihr dürft auch ab einem gewissen Punkt nicht mehr zu schnell sein, sonst gibt es auch eine Zwangsbremsung. Wenn ihr unter PZB-Einfluss steht. Aber vielleicht kann ich euch das gleich im Laufe dieses kurzen Szenarios auch noch erklären. So, ihr habt das Piepen gerade gehört. Das war die SIFA, die gemeckert hat. Die habe ich nicht schnell genug gedrückt. Es gibt ein optisches Signal. Das ist, wenn diese SIFA-Taste hier weiß wird. Und dann gibt es ein akustisches Signal. Und wenn man auf beides nicht reagiert, dann gibt es die Zwangsbremsung. Das sollte man tun, ist vermeiden, weil es dann unweigerlich Verspätung gibt. Gerade im Karriereszenario ist sowas ziemlich ärgerlich. So, ihr seht's, unser Zug fährt. Wunderbar. Also im Prinzip ist das gar nicht so schwer, einen Zug in Betrieb zu nehmen. Gerade die Virtual Railroads Fahrzeuge sind da eigentlich ziemlich easy, finde ich. Wenn man weiß, wie man die aufrüstet, es gibt Handbücher, es gibt Google, wo auch drin steht, wie man die Fahrzeuge aufrüstet. Aber in der Regel lassen die sich alle gleich aufrüsten. Also die Standardfahrzeuge von Virtual Railroads. Shift B ist Batterie. Shift P ist Stromabnehmer vorwählen. Nur P ist Stromabnehmer wählen. Shift 8 ist PZB einschalten. Shift 7 ist SIFA einschalten. Und Shift 6 ist LZB einschalten. Also im Prinzip ist das eigentlich ziemlich einfach. Und Shift T, wie hier in diesem Fall, schließt man die Türen oder halt mit diesem weißen Knopf, der da rechts zu sehen ist. So, 140. Mal ein bisschen langsamer werden hier.
So, vielleicht muss ich jetzt gleich quittieren. Erstmal muss ich die Sichtbar drücken. Quittiere trotzdem mal. Auch wenn ich es nicht hätte müssen. So, mal wieder ein bisschen Leistung einbringen. Nicht zu langsam werden hier. Ah, jetzt sind wir beim LZB. Ihr habt es gesehen. LZB, das ist der Strich hier. 9,9 Kilometer werden wir jetzt LZB gesteuert. Warum bekomme ich jetzt keine Leistung mehr? Kann mir das mal jemand erzählen? Wir bleiben ja gleich stehen. Was ist mit meiner Lok los? So, jetzt ist meine Lok geschrottet. Kann doch jetzt nicht wahr sein, oder? Meine Lok will nicht mehr. Ich bekomme keine Leistung mehr. Strom hat mir was gehoben. Hauptschalter ist an. Aber ich bekomme keine Leistung mehr. Ist jetzt hängen oder was ist jetzt los hier? Gibt es doch gar nicht. Bleiben wir mal kurz stehen. Obwohl, wir sind ja eh gleich da. In 2 Kilometern. Ist doch egal. Naja. Ich denke mal, meine 120 hat einen kleinen Defekt. Ich bekomme nämlich keine Leistung mehr. Warum auch immer. Kann ich euch nicht sagen. Ein kleiner Bug. Ja, auf jeden Fall, ihr wisst jetzt, wie die Sicherungssysteme funktionieren. Ihr wisst, wie das Menü insgesamt funktioniert. Ich habe euch gezeigt, wie man das Spiel startet, wie man die einzelnen Menüpunkte bedient, was man da so machen kann, wie man ein Szenario startet, wie man den Zug aufrüstet, wie man die Sicherungssysteme einschaltet und, und. Ich hoffe, ihr könnt damit was anfangen. Für alle die, die sich irgendwie jetzt gerade das Spiel zugelegt haben und noch nicht wissen, wie, warum, weshalb, was da so funktioniert. Ich hoffe, ich konnte euch helfen. Wenn ja, würde es mich natürlich freuen. Wir sind jetzt auch hier an unserem Zielbahnhof angekommen. Die Lok muss sowieso ausgetauscht werden, die hat es nämlich hinter sich. Liebe Fahrgäste, aufgrund eines Defekts an unserer Lok endet die Fahrt hier in Kirchweihe. Wir bitten Sie alle auszusteigen und auf den Schienenersatzverkehr zu warten. Vielen Dank. Bremsen tut ihr auch nicht wirklich, aber naja. Ich habe schon Notbremse an und trotzdem bremst er nicht. Schießen hier mal locker übers Ziel hinaus, aber egal, es ist ja nur eine Übungsfahrt.
Na, bleib stehen, komm. So, damit wären wir hier angekommen. Machen wir mal die Türen auf. Das war's mit unserer Fahrt. Ein wenig verbremst. Aber hier hinten können sie aussteigen. Das war's mit dem kleinen Infovideo, mit dem kleinen Tutorial. Ich hoffe, ich konnte euch helfen. Wenn ja, schreibt es in die Kommentare. Wenn ihr noch sonst irgendwelche Fragen habt rund um TS, schreibt es gerne in die Kommentare. Ich versuche euch zu helfen und bis dahin, bis zum nächsten Mal. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst einen Daumen nach oben da. Wenn nicht, macht wie immer gar nichts. Bleibt gesund, passt auf euch auf, bleibt mir treu. Bis zum nächsten Mal. Euer der Danny Spieters. Macht's gut. Bye. Bye.